Die ausgewühlte Glocke von Ludwig Bechstein. Auf einem Berg über dem Dorf Wohlmuthausen in der Nähe der Disburg wurde vor alten Zeiten, wie vielfach in der Gegend erzählt wird, von einem Schwein eine versunkene Glocke ausgewühlt. Da über jenen Bergen die Flurgrenze der Nachbarorte Wohlmuthausen und Helmershausen zieht, so machten beide Gemeinden, die der Stadt Helmershausen und die des Dorfes Wohlmuthausen, ihr Recht auf die Glocke geltend, und jede wollte sich in deren Besitz setzen. Darüber wäre es bald zu einem harten Streit gekommen, wenn nicht ein alter Bauer den Rat gegeben hätte, Los und Zufall entscheiden zu lassen, in wessen Besitz die Glocke gelangen sollte. Man lud sie auf einem Wagen und spannte ein paar blinde Ochsen daran. Da diese aber nach Helmershausen gehörten, so witterten sie ihre Heimat und zogen die Glocke nach diesem Ort hin. Dort hängt sie noch auf dem Turm und soll eine alte Inschrift tragen.